gucken. Müsste ja gleich losgehen. Dauert immer so ein paar Sekunden. Streaming starten, Streaming starten, Streaming ist gestartet. Übrigens müssen wir ja das Ding aus. Spiel fängt an zu starten. Yay! Da kannst du auch schreiben. Du schreibst dann automatisch über mich, ja? Wieso habe ich schon wieder den Ton hier unten an? So, Ton aus. Weißt du, an dem Rechner mache ich extra einen Ton aus und bei mir lasse ich den Ton an. Weißt du, erstmal schön. GEMA freut sich. So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe bzw. einem neuen Livestream. Heute am Samstag, mal gucken, wie lange wir heute streamen. Ich habe schon mal hier Minecraft nebenbei aufgemacht. Wir können mal sofort ins Spiel gehen. Moment, ich switche um, muss hier noch einen Ton haben. Ach, ich bin auf dem Monitor, was ist das denn? Moment. Man sollte vielleicht vorher mal nachgucken, wo man denn drauf ist. So. Ja, mein Gast hier hinten, der freut sich natürlich schon wieder, ne? Ja. Ja. Hallo, Olli. So. Er wollte ja gerne Olli grüßen. Ne? Ob er einen Stream guckt, weiß ich nicht. Kann er ja einen Chat schreiben, siehst du ja dann. Obwohl, sieht man jetzt nicht. Doch, müsste man. Doch, ich müsste es dann sehen hier vorne auf dem Monitor. Ja, zum Gucken. Warum leckt das hier so? Leckt bei 60 FPS fängt es an zu ruckeln. Hä? Minecraft? Du Diva. So, wir hatten ja beim letzten Mal die kleine Kirche hier gebaut. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal rüberfliegen. Ja, ich bin Kreativmodus. So, hier oben war mal fertig. Hier fehlt mir irgendwie noch was, eine Tür oder irgendwie sowas. Machen wir mal eine Tür einbauen. So. Warte mal, von außen sieht besser aus. Ja. Wo ist euch die Tür getroppt? So. Der Anfang ist ja schon gemacht. Jetzt müssen wir uns eigentlich mal schon langsam einen Elektronikwagen machen, wie auch immer. Wir sagen, das können wir eigentlich heute mal machen. Lass uns im Schreiß. Das klingt doof. Die wollte ich haben. So. So. Ich habe noch Kies dabei. Warum keine Steine dabei? Rechner funktioniert wieder, was mich natürlich freut. Demnächst wird auch der LS15 wieder funktionieren. Und dann können wir das auch im Multiplayer spielen. Da werde ich auch extra die Two Rivers Mappen runterladen. Dann können wir alle gemeinsam mal als kleines Community-Event mal dort ein bisschen spülen. Natürlich nur für die, die das Spiel auch haben. Geht's dir gut? Ihm geht's gut. So. Wollen wir mal hier durch den Berg kraben? Kommt mir aber bitte nicht, dass ich Kohle übersehen habe. Das habe ich gesehen, dass da Kohle lag. So. Das weiß. So, was machen wir heute noch, außer jetzt den Tunnel graben? Gleise verlegen, soweit wie möglich. Soll ja irgendwann mal richtig schön werden. Soll ja auch später mal auf einen Server hochgeladen werden und dann später keine Community, dann gerne auf den Server spielen. Einmal das Grüßen.
mal weg. Da kann man auch rausgucken. So. Würde ich mir eigentlich Fragen auch noch stellen mit dem Hashtag AskTobiLP. Habt ihr nicht gemacht? Habt ihr Pech. So. Ich wollte fliegen. Geht schneller. So. Den Tunnel möchte ich dann später auch noch hier ein bisschen breiter machen. Na, hängt der Stream? Bisschen. Guck. Na, verzögert das nochmal. Aber das da halt leckt, ist halt nicht so schön. Ich kann so unten gerade nicht gucken, doch kann ich eigentlich, indem ich mal ganz kurz. Moment, das geht ganz flink. Ich habe eigentlich oben Car Mechanic Simulator drin stehen, das stimmt ja eigentlich gar nicht, wir spielen doch gerade Minecraft. Ich gebe das mal ein, Nochmal bitte. Kannst du nebenbei von mir aus. Dann zock halt Happy Wheels. So. So, jetzt sehe ich natürlich nicht. Moment, ich muss mal ganz kurz. So, jetzt kann ich weiterspielen. So, jetzt sehe ich nämlich auch mein Aufnahmeprogramm. Jetzt sehe ich wenigstens, wie weit OBS ist. Ja, YouTube und Monetarisierung wird bei mir erst so ab, glaube ich, 2000 Abonnenten oder 1000 Abonnenten, muss ich mal gucken, stattfinden und wenn das halt in der Kasse klingelt. Aber das wird wohl dann ein bisschen dauern, denn ich muss dann ein Gewerbe anmelden. Weil sonst kommt nämlich. Oh. Sonst kommt nämlich das liebe Finanzamt und sagt, mal, dann nehme ich einfach mal die Hände auf und sagt, bitte machen Sie mal Zeit am Anfang. Das wollen wir ja alle nicht, von daher. Gewerbe dann anmelden. So. Auch für meinen Gast ist das wichtig, wenn er mal irgendwann mal YouTube anfangen möchte. Würde er jetzt noch machen, jetzt hat er noch das Alter dafür. Ich bin eigentlich schon ein alter Knochen dafür. Ja, ich muss noch ein bisschen warten. So, aber sonst geht das noch. Mechanic Simulator spielen. Kommt auch noch. Zur nächsten Stunde sozusagen. Und wir mal gucken. So. Also hier Griffin. Heute Griffin da anfangen können. So. Das erste Gleis ist natürlich belegt. Dann werden wir mal gucken. Beziehungsweise könnt ihr, da ich ja jetzt sowieso immer wieder weiterbaue, könnt ihr ja gerne mal auch unter den YouTube-Videos. Irgendwas stört hier gerade ein bisschen in meinem Headset. Ich hoffe, man hört das nicht. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie wir das machen. Dann könnt ihr unter den YouTube-Videos auf alle Fälle noch drunter schreiben, eure Ideen, eure Vorschläge etc. pp. Mechanics im Alter spielen, muss ich nachher noch das Profil wieder umstellen. Nicht vergessen, ich spiele mit meinem Profil weiter. Jetzt werden natürlich die ein oder andere sagen, ey, du hast vergessen Redstone oder die Gleise zu legen. Nein, habe ich nicht. Kommt noch. Ja, alles mit drauf. Jetzt sind wir fertig. So.
funktioniert. So. Also mein Telefon kann es nicht sein. Das liegt hinten weit, weit weg. Irgendwas stört hier, oder sind die. Oh, die Festplatten können eigentlich gar nicht stören. Ich hatte mal ausnahmsweise. Ja, tut dir nur weh. Ist nur dein Knie. Ja, nicht schon wieder, genau. Der rammelt sich halt den ganzen Tag hier bei mir am Gaming Office, beziehungsweise am der sogenannten Gaming Zentrale, wie ich sie gerne nenne. Die ganze Zeit so schön. Sein Bein. Wie Schmerzensgeld. Für Dummheit gibt es kein Schmerzensgeld. ja, so wie gesagt, ne? So, zeige ich mal einen kleinen Trick. Wenn ihr nämlich am Brücken baut, könnt vielleicht ein oder andere. Einfach mal eine Fackel hier hingesetzt und schon habt ihr hier oben Strom auf dem Gleis. Zwar nicht weit, aber da hier vorne ja auch noch hin muss. So, jetzt wird doch wieder Nacht. Und hier kann man ganz einfach ein Stück Wiese aufmachen. Reicht das bis hierhin? Das reicht. Seht ihr, drei Fackeln reicht. Wunderbar. So, dass ich auch weiß, dass da das Teil ist, machen wir das da hin. Schön ist, wir haben jetzt hier einen Aufgang. Ich hoffe mir da draußen das Auto nicht, was da draußen gerade irgendwie fährt, parkt, wie auch immer. Also ich habe schon gute Kopfhörer auf, die ich, wo ich eigentlich höre, ob ich irgendwas Nebengeräusch höre, aber höre natürlich im Headset jetzt erstmal nichts. So, dann gehen wir hier mal wieder rein, gehen mal wieder schlafen. Ich habe auch fleißig gesammelt. So. Jo. So, wann haben wir angefangen? Vor 13 Minuten. Okay. Immer schön die Zeit im Auge behalten. Das ist nicht gesund, das, was du hast, Mann. Oh. Ich habe hier noch die Tür aufgemacht, ihr habt es gesehen. So. Ja, hatte ich schon den Weg gebaut zum Hafen rüber. Zum späteren Hafen. Jetzt muss ich fragen, baue ich den direkt hier hin oder sage ich mir, ich baue jetzt ein bisschen rüber und baue den hier drüben drauf? Oder ist das einfach bloß der Regen, der gegen das Fenster prasselt? Ja. Alles klar. Hallo? Hier verkehrt. Das ist ein Dach. Push! Gehst du weg. Da kannst du bleiben. Bleibst du wohl auf dem. Geht doch. Kann nicht wahr sein. So. Hier fehlen noch ein paar Bänke. Ach, bin ich doof. Tobi, rechtsklick, nicht linksklick. Man merkt, ich habe lange kein Minecraft mehr gespielt. Hust, hust. So, wo sind die Schilder? Schilder! Da sind die Schilder. Was hat er denn? Sag jetzt nicht, dass er schon wieder das Bein gerammelt. Ey, das ist langsam echt peinlich. Immer die scheiß gleiche Ecke, ey. Langsam wird's peinlich, oder? Mein Problem. Du müsstest ganz einfach deine Füße stillhalten. Dann wird sie dir ja nicht das Knie ständig rammeln. Ach so.
Ach du, jetzt schiebst du auf den Stuhl oder was? Ja. Meiner rollt auch nicht weg, wir haben denselben. Du hast einen anderen. Ist derselbe aus dem schwedischen Möbelhaus, weißt du? Nein, ich sage jetzt nicht das Wort mit I. So, jetzt hat er das da hinten platziert. Ist der doof? Dahin. So, ist gedeckt. Die hätte ich erst machen können, warte mal. Gucken, ob das geht. Platz geht das zwar, aber einzeln geht auch. Nicht zu enge, nein. Passt. Man kann sich ja hinsetzen und freuen. So, was haben wir denn hier? Machen wir das hier hin. So, passt. Fertig. Items. Das Bett oben kann ich ja immer weg. Ups, das Bett da oben kann ich ja immer wegmachen. Brauchen wir ja jetzt nicht mehr. So. Könnte eigentlich mal so die Gleise machen, die wieder zusammenführen, wo du wieder zurückfährst. Da ist der fast los. Zurück. Kreis gefahren. Hm. Sozusagen. Eine Deppenrunde. Könnte aber auch hier eigentlich. Ja, wir gehen ja auch gleich lang. Hä? Die Vergnügungspark. Geht auch alles, ja. Richtig. Dauert alles. Ist ja egal, kann auch 100 Streams gehen, das ist erstmal Schnitte. Schnitte! So, dummes Rumgefliege. Rumfliege-Simulator 2015. Ich bin gerade überlegen, was baue ich noch? Oder was kann man überhaupt noch bauen? Weißt du, dann sag's laut! Oh, jetzt war ich gerade kurz übersteuert. Entschuldigt bitte. Ja, demnächst hole ich mir auch noch das rote Mikrofon. Das rote N1. Mit einem ordentlichen Mischpult. Fragen. Ja, nee, ist klar. Nein, ich war da nicht. Ich hab noch einen gesehen. Alter. What the fuck? Ich werde da weggehen. Ich werde da weggehen. Hallo? Ich werde da weg. Okay. Freund, die Hundis. Ich habe aber kein Hundi. Ihr wart doch irgendwo. Ich bin verflogen. Das ist halt, wenn man eine Höhle einfach nur zumacht. Einfach nur Terraforming. Hm. Hab ich doch richtig gehört. Hühnerschuppen. Ja, kein Spaß.
So. Da ist Obsidian entsteht. So, ich kann eigentlich nebenbei mal ein paar Spiele aufmachen, oder? Bevor wir jetzt hier dumm rumlaufen, dumm rumfliegen. Das machen wir ja schon. Ich würde sagen, man sieht mich ja hier schon. So, ich switch nochmal in den Startbildschirm. Nehmen wir mal das raus und lass das andere mal so. Dann könnt ihr mich nämlich erst mal nicht sehen. Was ganz gut ist. Natürlich klar, wenn du natürlich hier alles aufmachst. Zack, zack. So. Wir gehen in CMS und mal gucken, ob das diesmal leise ist oder laut. Gib doch mal meine Maus hier. Wo ist denn meine Maus? So, scheiße, aber meine Maus ist da. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, man sieht da, der Sound ist leiser. So, Profil verwalten. Das Backup wieder herstellen. Was? Weiter. Wir haben letztens hier stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, wo. Hatten wir Autos noch drin oder hatten wir keine? Wir müssen mal gucken. Gucke da, sogar im Stream funktioniert's. Ich sag keine Autos. Keine Autos? Sehen wir gleich. Sieht aus, als würdest du auf dem Computer auch spielen. Ja. Ich höre was. Tatsächlich, kein Auto. Er hat recht. Pass mal nackt an die Hosentasche. Ja, so ist das. So, wir machen mal den Ölwechsel. Richtig, meistens. So, Twitch wird sich jetzt freuen. Da wir gerade hier mit 9. Ja, mit 66 FPS. Entscheide dich! Nervt. So, wir gehen auf die Bildbühne. Und das Schöne ist, wir müssen gar nicht weit laufen, wir haben schon das Tablet. Das hatten wir ja schon letztes Mal freigeschaltet. So, wir müssen einen Ölwechsel vornehmen. Ein bisschen ganz täuscht, wir gucken nochmal. Hallo? Genau, Ölfilter etc. bei P. Okay, ich denke, vielleicht kaufen wir uns das blau ist. So, guck, ob mir das heute wieder passiert, dass ich daneben haue. Ich glaube, der hat es wirklich nötig gehabt. Ja, genau. Tobi, da ist ein Fehler drin. So. Das Ding hier runter. Dann kann ich hier der Computer wieder rum. So. Dann wollen wir mal Öl auffüllen. Guck, guck, guck. Aber soweit ich das Spiel wieder sehe, obwohl mein Sound scheint diesmal ein bisschen kompatibel zu sein mit dem vom Spiel, kann ich nicht eigentlich nebenbei. Das ist doch eigentlich spielen. Kurz Escape drücken? Ja, es geht. Ich will mal ganz kurz. Ja, das müsste jetzt funktionieren. Jetzt mal kurz Standbild, jetzt nicht mehr. So, speichern wir ganz kurz. Wunderbar. Kann das nicht immer so sein? Wir drücken M. Ah, der Quatsch, wir drücken U. Steuert das rein. 150 Euro gekriegt für ein Ölwechsel? Schon teuer, oder? Oh, darauf freue ich mich schon. Zack, danke. Zack, danke. Wir machen dran. Ich kann nämlich gar nicht erst gucken, was der hat. Stimmt, die Leute Kolben und hast nicht gesehen. Also, da sein darfst. So, du hast das. Sieht doch gut aus. Okay. Da ist irgendwas im Inventar. So. Ich hab gleich das Spiel ganz aktuell. Ist das schön, das kann man wieder switchen. Zack. Gucken, ob es funktioniert. Da ist es.
funktioniert. So, aktualisiert, wunderbar. So. So müsste das mein Spiel erstmal wieder sehr aus Haul öffnen. Kleckenfuchs. Wenn ich jetzt schlecht geworden ist, tut es mir leid. Irgendwas stimmt im Stream nicht. Gibt es doch irgendwas? Bremssattel? Bitte. Okay, wieder mal falsch. Tobi hat die falsche Achse. Achse auch noch. Das ist falsche Haar. So. Doch eh nicht. So. Mal so. Kann man sich das jetzt immer wieder was Tolles sehen. Okay, wann wollen wir nicht? Ding. Ich will wieder nicht, dass ich den Boss gibt. So. Das machen wir schon mal. Ich muss eigentlich nicht verloren, sondern wir können sehr gut spielen. Mehr was, Robi? Warum? Normal, ist halt ein kleines Kind. Oh, ich wollte gut drücken. Na, doch Bremser? Hä? Lock schon die Sättel im Arsch oder? Kaputt? Ich glaube, wir haben gerade mal gerettet. Ich habe irgendwo eine Bremsscheibe gelesen gehabt. Muss ich mich wieder umstellen, dass es jetzt hier wieder ein bisschen langsamer geht. Ach, da ist die Scheibe kaputt. Drüben ruckelt so schön auf dem Monitor, das ist doch schön. Ruckelnder Stream ist immer was Feines. Nicht. Scheibe ist dort kaputt. Okay, das ist eine Scheibe. Ding. Ich würde so mit den Klötze gleich mit wechseln, weil gibt eh schon mal die Scheibe wechselt. Kleiner Tipp an euch, wenn ihr Auto fahrt und ihr fahrt in die Werkstatt, lasst Bremsklötze und Bremsscheiben wechseln, nicht nur das eine. Sparen könnt ihr noch, könnt ihr nachher gar nicht bei sowas. Das wird euer Leben plus das Leben anderer. So. Zack. Juhu, wenn wir Erfahrungspunkte gekriegt. 1, 3, 2, 4. Zählen kann der auch nicht. So. So, was war ich eigentlich? Nochmal bremsen. Nee, hab ich nicht geguckt. So, wir warten einfach mal ab. Müsste gleich das Telefon wieder klingeln. Na, gesagt, getan. Kochende Geräusche vom Motor. Kolben. So. Die Farbe. So, wir machen mit dem mal eine kleine Testfahrt. Mal gucken, ob wir was rausfinden. Ah, so. Es
fliegt eh gerade, kriegt sie gerade keiner mit. Hallo? Ah, jetzt. So, dann mal gucken, was uns das Auto sagt. Gucken wir uns gerade nochmal den Screen an. Ruckel, ruckel, schaukel, ruckel, ruckel. So. Also alles in Ordnung. Schön. So, wir machen mal die Haube auf. Ach du Scheiße. Ich würde mal sagen, der andere hat einen weg. Oh. Kann jetzt nicht. Der ist auf alle Fälle hinüber. Dann glaube ich einfach keine Liste gemacht. Doch, anlass. Das war's schon. Dann mache ich eine Probefahrt. Brauchen die Geräusche ist für mich eigentlich was anderes. Leute, Leute, Leute. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Da haben wir jetzt mal eine Probefahrt gemacht. So, was haben wir hier? Bremsen, Bremsen. Warum? Zweimal. Schwache Bremsleistung. Okay. Kann ich mir schon denken, was es ist. Aber nach dem Desaster gerade eben, denke ich mir gar nichts mehr. So, ich würde mal sagen, wir tauschen einfach mal die ABS-Pumpe aus. Bei 8 RPS-Pumpe, Bremspflege, Bremspflege, okay, dann müssen wir ja doch mal übersetzen. Ich aber auch nicht so schlimm. Ding. So, die BD2 auf die Tastatur. Ich guck schon mal, wie es. Aha, okay, das ist die Bremsscheibe. Und da auch die Bremsscheibe. Okay. Ja, falsche Seite. Ruckelt sich einen zurecht am Stream. Ich hoffe mal, dass es nicht wirklich so ist, wie das hier gerade aussieht. Das sieht wirklich so aus. Da werde ich wohl nochmal ein bisschen was Einstellung machen müssen. Ich habe auch, kann auch daran liegen, ich habe jetzt hier gerade zwei PC an, um mal zu gucken, ob das vielleicht wirklich passiert mit dran liegt, wenn ich das hier über den Rechner mal streamen lasse. Dummerweise ist es nicht so. Bedeutet, ich habe leider ein paar Problemchen mit meinem Systemchen. Ja. So, das war eine Ventilierer. Ich erinnere mich. So. Wie gesagt, ich würde normalerweise die Bremsbeläge mitwechseln. Weil das ein Simulationsspiel ist, ist mir das relativ egal. Nein, also wenn ich wirklich mal so auf realistisch spielen soll, dann müsste ich das mir mal sagen. Da würde ich das dann natürlich auch tun. Aber bis jetzt brauche ich das nicht. Das ist ja.
Bonus Geld im negativen Sinne, ja, kriege ich da, aber ansonsten kriege ich da nicht viel. Übrigens, wie ihr mitkriegt, ich habe einen Gast zu Hause sitzen. Macht nichts. Ey, was verkehrt. So, die ist auch hinüber, 10%. So, was sind da noch kaputt? Franz Belege, Franz Scheibe. So, oder? Na, oh, falsch, das ist nicht die. Nee, keine Sorgen, auf der anderen. Auf der anderen Achse bestimmt. Nee, nee. Meinst du, dass es da hinten ist? Man soll doch nicht wetten. Naja. Das ist ja auch eine 50-50 Chance. Steht ein Autobürger in der Werkstatt oder nicht? So. Kann das aber recht haben, so das aussieht, aber sogar recht. Guck mal, da, guck mal, da leuchtet rot. Was wird denn rot? Ist buttig. Wenn es weiter so geht, sitzt der jeden Samstag hier, macht sich Streams. So. Die Sandbäume-Kiste hier. Finde ich natürlich schade, dass der andere Account leider nicht mehr funktioniert. Da waren wir ein bisschen weiter. Plus mein Privataccount, habe ich euch auch schon gezeigt, waren wir auch schon ziemlich weit. Da würde ich eigentlich mal zeigen, das ist ein Auto zu restaurieren, weil wir da schon etwas weiter sind. Ich weiß, ich hätte mich da sauber gespoilert oder wir hätten uns da gespoilert, aber ist das egal. Also wäre es egal gewesen, damit fangen wir halt wieder von vorne an. Ist auch ein schlechtes. Warum gehe ich eigentlich immer auf M? Nee, will ich nicht. Wenn dann alles. Oder. So, wir drücken mal O, alles fertig. Okay, 2000 Euro. So, was machen wir jetzt? Auspuff kann ich noch nicht machen, das kann ich auch noch nicht machen. Was soll ich denn nur mit Bremsen? Bremsprobleme. Bremssystem muss repariert werden. Also. Geh weg. So, jetzt löschen wir mal alles. Und dann werden wir mal gucken, was hier rauskommt. Kannst du am Computer, kann ich dir zeigen, hast du hier am Computer die Möglichkeit, hier einfach auf Bankdarlehen zu gehen. Kannst du nur ein einziges Mal machen. Kann ich dir nicht sagen, ich gehe da jetzt auch nicht drauf. Vergiss es. Wieder nur bremsen. Leute. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich mag keine Bremsen. So. Wir warten auf den richtigen Auftrag. Und na, den nehmen wir doch. Dann ist das gut. Hi, kleiner Tipp, macht die Musik ein wenig leiser. Okay, könnte dann besser. Problem ist, ich muss aus dem Spiel raustappen, beziehungsweise aus dem Spiel rausgehen. Ich habe das schon über den OBS leiser gedreht. Danke übrigens für den Tipp. Können wir eigentlich mal schnell machen. Ich speichere mal ganz kurz und dann gehen wir mal raus. So, wie gesagt, ich höre es bei mir auf dem Ton eigentlich. Auf dem Ohren höre ich es eigentlich ziemlich leise. Ich weiß nicht, das liegt irgendwie hier so ein bisschen. Ihr seht hier, dass ihr das auch mal seht. Ich bin hier auf 30% schon runtergegangen. Ja. So, wenn ihr jetzt sagt, okay, die Musik ist noch ein bisschen zu laut. Ich gehe mal auf 10% mit der Musik. Wenn es noch zu laut ist, einfach mal Bescheid geben. Danke nochmal an den Tipp. Gerade mal zufälligerweise gesehen. Ein M, was? M, Repsilon 89 für den Tipp. Bin ja eh gerade im Ladebildschirm. Ich kann nicht mehr rüber tappen. Nein, ich kann nicht mehr rüber. Verdammt. Verdammt. Ich hoffe, euch ist gerade nicht schlecht geworden. Glaube ich eher weniger. Guck mal, jetzt ist ein Auto da, ne? Ja, das ist ein Auto. Haben wir gerade schon wieder angerufen? Hätte Fahrradkette. So, der hatte was nochmal? Bremsen? Nee, Fahrwerk? Nee, was hatte der alles? Gummitüllen. Das wäre jetzt für jemand anderes was ganz Besonderes. Gummitüllen suchen. Wo ist die letzte Gummitülle, die fehlt? Ja, wo ist die denn? Ah, mein Besuch lacht sich schon kaputt, er weiß schon, wen ich meine. An dieser Stelle sei gegrüßt.
Nein, wir sind ein bisschen wir sind nicht sarkastisch. Überhaupt nicht. Sollst du ja nicht. Ich würde sagen, das war einmal die. Wir hatten 3 Kummitöne, habe ich recht? Da tue ich eigentlich da, habe ich 4 Kummitöne. Sind dann 2 vorne, 2 hinten. Sag ich doch. So, dann müsste hinten noch eine Kummitüle irgendwo sein. Ich würde sagen, hier und da drüben. Suche die Kummitüle und finde sie. So. Die letzte ist natürlich auch auf der Seite. Oh, ich hasse das. Auch nicht. Wo ist sie denn? Juch? Juch? Ach, auf der Seite. Ist aber gemein. Genau. Warum drücke ich Z? Weil ich T drücke. So. Ja, Fahrwerk. Jo, dann gehe ich auf. Nee, kleine Kommentare, große Kommentare, warte mal jetzt. Hab ich gerade gesehen. Einmal, einmal. So, drück mal die 2. Also, wenn die Musik jetzt noch zu laut ist, bitte mir mal nochmal schreiben und dann Bescheid geben. Ich kann es auf dem zweiten Rechner gerade nicht hören, weil auf dem zweiten Rechner gerade keine Musik angeschlossen ist. Beziehungsweise kein Kopfhörer angeschlossen sind. Wenn ich meine Möglichkeit. Du bist doch angeschlossen. Dann hättest du bist auch noch irgendwo liegen. Nö, nee, das Licht juckt neben mir. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Hm? Mein schönes altes Headset, wo schon mittlerweile oben die Kopfhörerabdeckung kaputt geht. So übrigens erst, mit dem ich immer gestreamt habe früher, beziehungsweise die Let's Plays aufgenommen habe. Ja, das ist antik. Ich habe hier noch haufenweise Headsets irgendwo rumliegen, aber. Das ist faul, ne? Ja, faul nicht. Ich will einfach bloß auf die andere Technik umschwenken. Ganz unten, wo die Füße sind, da hast du solche Anschlüsse. Da musst du dich fast hinlegen. Das warst du, das war nicht ich. Diesmal war es nicht die Kanne, diesmal war es die Rolle. Über Fuß gefahren. Oh. Einmal links, einmal rechts. Sogar farbig. Da ich da auch nichts verkehrt mache. So, ich will jetzt hier nochmal gucken. Gummitüle. Hintere Stabilisator, Koppelstange hinten. Koppelstange, vorne, okay. Kannst du, musst du aber nicht, das ist bloß für den Bass. Wir brauchen Bass. So, die Koppelstange. Ich bin auf der Samba und auf den Zettel. Ach, das Raken muss ab. Raken wir das mal einmal. Vielleicht verkehrt rum? Mikro nicht an. Dreh mal die Stecker unten. Die unten, die unten drin stecken. Ist die vielleicht verkehrt rum drin? Nein, irgendwie. Klemmer um. Ich würde mal sagen, ja. Aber pssst. Wenn du jetzt gleich Sound hast, weiß ich Bescheid. Hast du Sound? Ach, ich weiß, warum du keinen Sound hast. Du kannst auch keinen Sound haben, kannst du wieder umstecken. Ich habe den Sound dort ausgestellt gehabt. Ich weiß auch nicht, warum. Ach ja, stimmt, ich hatte ihn ausgemacht, weil ich dachte, ich habe es noch über die Kopfhöreranschlüsse. Hier wieder an den Strom. Mit der Maus, beweg mal die Maus und dann siehst du auf dem Stream unten an links. Ja, einfach mal anmachen. Jetzt kannst du mal ruhig. Du musst eigentlich Ton haben. Hat der Ton? Hat der Ton oder hat der Ton? okay, ich sag das jetzt mal nix. Hättest du aufgelassen. Hättest du es gehört. Jetzt hast du Ton. Der Ton! Yay! Ja, ich werde das. Das haut aber hin mit der Musik. Jetzt, ja. Ja. Okay. Also man hört die Musik fast gar nicht, man hört den. Also die Musik ist leiser, also man hört sie, aber nicht zu übertrieben. Mach die Musik ein wenig leiser, dann hört man dich besser. Ich hätte mich aber auch lauter drehen können. Wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, lauter drehen, nicht lauter drehen? Trotzdem danke, ich kann aber mal das Mikro noch ein Stückchen zu mir nehmen, dann müsste es nämlich auch besser werden. Das Mikro hängt nämlich im halben
Meter von mir weg. Koppelstangen haben wir jetzt vorne gewechselt. Hier vorne kann ich das Rad wieder dran schrauben. Dann sind wir nämlich auch erstmal hier soweit fertig. Und dann gehen wir auf die Hinterachse. Da haben wir noch eine Koppelstange zu wechseln und einen Stabi. Wenn ich das gerade gelesen habe. Genau. Hinterer Stabilisator. Stoßdämpfer. Ich glaube, du liest Stabi. Tobi, liest du denn schon wieder vermisst? Ein Stoßdämpfer. Welcher ist es denn? Der ist es, ich hab's gesehen. Nicht Auspuff. Stoßdämpfer. Stoßdämpfer. So. Der da hinten. Ja, das habe ich früher auch gerne aufgehabt, aber wie gesagt. Es wurde dann antik, indem es nämlich langsam. Plus, es tut. Es ist genau wie das hier, es tut dann mit der Zeit an den Ohren weh. Weil ich finde das so eine Fahrstange, wenn ich da schon drauf das lange Fechte kein Problem sind, ja. Und nach einer Stunde brennen dir die Ohren in. Ja. Ich würde erst sagen. Das erste. Weil, wie gesagt, die sitzen ja auch eigentlich ziemlich gut, aber es drückt mit der Zeit. Kann auch sein, dass die noch zu neu sind hier, ja, aber eigentlich habe ich es ja jeden Tag im Gebrauch. Irgendwann später noch einmal. Und später habe ich es dann. Muss wieder das Rad abschrauben. Oh. Dann haben wir das wenigstens auch fertig. Dich Auto. Ist gleich fertig. Ich muss bloß mal das Ding hier ausbauen. Also du hast mir gerade gehört, war das zu leise im Headset, also meine Stimme, oder war das zu... Ja, dann hört doch einfach mal rein. Boah, ey. Ist immer gut, wenn du solche Leute hier sitzen hast, die nebenbei mal probieren können, testen können. Es geht, diese Schrauben, was geklackt, sind ziemlich laut. Aha. Okay, also ist mein Sound doch zu leise. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier am Dings, ich kann mich auf Headset lauter drehen, aber das. Das kann ich auch machen! Nein, lieber nicht. Ist aber gar kein Problem. Moment. Schöne ist gar kein Problem. Kann hier aber gerade nichts machen. Ich muss mal raustappen aus dem Spiel. Weil OPS natürlich weg ist. Hier kann ich nichts mehr machen. OPS ist natürlich laut genug, aber ich kann hier noch. Ich gehe jetzt einfach immer auf 40%. Das müsste eigentlich ausreichen. Wenn das jetzt nicht ausreicht, fresse ich einen Beigen. Zurück ins Spiel. Wir machen nochmal kurz speichern. Ich das damit. Ich hab's gehört, bis hierher. Wenn du das rumgeschrien hast, ne? Ich hab's gehört, bis hierher. Du hast gesagt, ich soll schreien. Hab ich gemacht. Jetzt sagt er, ich soll nicht schreien. So, aber jetzt habe ich den Ton mal gerade ein bisschen leiser gedreht. Müsste jetzt gleich passieren. Dann müsste der Sound vom Spiel wieder ein bisschen leiser sein. Derzeit verkaufe ich mir das Auto. Wir sind fertig. Ich höre es bis hierher, es ist besser. Jetzt haut es ja mit den Schrauben. Wunderbar. Wie gesagt, ihr wisst ja selber, es dauert immer eine Weile, bis es eingestellt ist. Okay, also merke ich mir jetzt, Spiel auf 40% reicht. Wir können aber nachher noch eine Runde GTA spielen, also wir haben ja hier noch genug Zeit, knappe Stunde sind wir jetzt am Streamen, na 50 Minuten. Ich soll alle Filter wechseln, was soll ich noch alles wechseln hier? Wir gucken mal. Kraftstofffilter, Kraftstoffverteiler. Aha, was haben wir hier noch? Eigentlich alle Filter. Hätte doch gereicht. Ist gespeichert. Speicher automatisch ab. Haha. Ich sag's dir nur, das speichert ab automatisch. Finde ich auch gut so, dass es automatisch speichert. Das kannst du pro Spiel einstellen. Deswegen habe ich ja hier meine Szenen vorne. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ach ja, jetzt muss ich aber doch auf Filter gehen. Rollt? Läuft. Das Beste draus. Wieso habe ich hier eigentlich gerade 27 Grad im Zimmer? Warum? Also zumindest hier am PC habe ich genau 27 Grad laut.
laut Temperatur. Oh, ja, die 0,3 Grad da, also ja, ehrlich. Ja. Warte mal, ich glaube, auf Instagram habe ich das Bild drin. Wo ich ja bei 32 Grad, wo ich gesagt habe, jetzt streamst du nicht. Da habe ich gesagt, okay, da wird nicht gestreamt. Das war, glaube ich, jetzt das erste Mal, wo es richtig warm geworden ist draußen. Da war das ja drin richtig warm. Das ist halt das Problem, wenn du keine Dämmung unterm Dach hast. Wer jetzt kommt, geht zu deinem Vermieter. Hä, welcher Vermieter? Schön, wenn man Eigenheim hat. Naja. Hüpf. Ach, ich kann ja gar nicht. Warum kann ich eigentlich nicht springen? Was ist das für eine Nulpe? Da kann ich mal springen. Hätte ich über die Werkzeugkiste hüpfen können. Ja. So Hirnlauf, ne? Ja. So in der Art. Ich kann sich beschweren, das ist dann keine Simulation mehr, ne? Guck mal nach unten, siehst du eigentlich deine Füße? Welche Füße? Ich hab keine Füße. Für die Simulation, ey. Und der benutzt auch nie seine Hände, ne? Magisch, oder? Der ist bestimmt so ein Jedi-Ritter. Macht alles mit der Macht. Möge die Schlacht mit dir sein, mit Macht mit dir sein. Möge die Schlacht mit dir sein, ne? Ich hab getroffen. Yay! Aber ich das immer sehe, wenn das da runterkluckt, siehst du hier im Ding, wie laut das wird. Kluck, 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 kluck. Gut, ich müsste normalerweise immer die Dinger lauter leise drehen, ich hör's. Das irritiert. Warum hab ich denn keinen Ton? Ich mach da mal Ton an. So, hab ich jetzt... Anti-Ketzet. Ey, komm, das ist eigentlich eins aus dem Kaufland. Echt? Ja, kostet bis 20 Euro. Von 1900 und. Nee, das, du kriegst immer noch. Ich hab das letztens noch gesehen. Ja, ich hab das letztens noch hängen sehen. Aber ich bin überlegt, ob ich das nicht nochmal mitnehme. Aber mal gucken. Das T auf der. Genau, dieses Markenheadset einer gewissen Firma. Genau. Und kriegst du auch nicht im Kaufland. Kaufland ist keine Marke. Kaufland ist einfach bloß ein Laden. Das ist wie Lidl, Aldi, Edeka. So. Zack, schon wieder 50. Achso. Ja, so, jetzt habe ich aber genug. So, jetzt kriege ich von jedem 50 Euro, ne? Dankeschön. Bitte auf das Konto 8. Ja, das müsste dann eigentlich schon reichen. Ne, für das hält noch 8 Erwähnten. Echt hochgelassen, bin ich bescheuert? Kein Kommentar, danke. Bitte jetzt euren Kommentar. So. Achso, die Drosselklappe abbauen. Die ich ja in meinem Auto letztens gereinigt habe. Hm? Beim Auto? Na, bei dem nicht. Oder meinst du jetzt bei meinem, wo ich die Drosselklappe gemacht habe? Da brauche ich keine Gummitüren. Ja, Quatsch. Hättest du sie gefunden? Jo. Ich habe ihn ja schon mal zerlegt, den kleinen. Dim, 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 dim. Und da war was? Jetzt gebe ich einfach mal Kraft ein und gucken, was passiert. Kraft. Ja, Kraft ohne A, ne? Ich geh nach Hause. Ach halt, ich bin jetzt zu Hause. Sicher? Ich weiß es nicht. Vor allem, weißt du, ich baue das ab, damit ich das abbauen kann. Was lasse ich dran, das, was ich eigentlich abbauen muss? Ah, Toten. Ja. Tja. Wir dürfen das Kronk ja nicht noch nebenbei streamen, das wäre nämlich nicht so schön. Weil ich das ganz gestreamt hat. So, jetzt bin ich fertig. Juhu! Ich drücke O. Fertig. Yay, alles abgehakt. 1800 Erfahrungspunkte. Yay! Ich würde sagen, bis 2000 machen wir noch. Und dann starte ich GTA. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Repariere alle Motorfehler. Nein. Nehmen wir nicht. Die kann ich leider nicht. Kann ich leider nicht nehmen. Habe ich noch nicht die Erfahrungspunkte dazu? Wetten, es kommt Bremse. Ich sage es.
Er sagte, Wetten, es kommt Motor. Wetten, es kommt Bremse. Wetten, es kommt Bremse. Nein, es kommt keine Bremse. Es kam was anderes. Ja, seid Zeugen, habt sogar gehört. Es kommt Fahrwerk. Schlüpfrige Lenkung. Ich warte mal noch. Wir können ja warten, wir können ja voll machen. Schöne ist ja, die Musik kann ich ja am Headset auch noch lauter drehen. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Sound auf den Ohren, plus dass ich mich selber dann lauter mache. Ich weiß gar nicht, ob ich hier... Alter. Und vor allem, es wurde gerade richtig schön laut. Kann man da so einen Klingelton ändern, ne? Ja, kann... Nee, kannst du nicht. Finde ich ein bisschen doof. Ja, ist ja halt eine Simulation. Ist ja halt ein Werkstattsimulator und kein, Auto-Werkstatt-Simulator 2015. Ja. Finde ich eigentlich schade, dass es davon keine Collector's Edition gab, wo so ein kleiner Schraubenschlüssel drin lag. Gott. Der aus Plastik ist, ne? Als Schlüsselanhänger, was hast du denn gedacht? Simulator mit diesem kleinen Traktor. Ha? Hätten sie hinten noch einen Faden dran gemacht, hättest du den Schlüsselbund hängen können. Da denken sich auch alle, hä, was? Wieso denn gerade beim Schlüsselbund? Ah, ich sehe schon, was kaputt ist. Schema. So, wir sind gleich mal wieder hoch, dann kann man das wieder besser bearbeiten. Und hätte erstmal jedes Teil ja einzeln überprüfen. Können wir ja gerne machen, einzeln überprüfen, aber das dauert. Das dauert. Ja. Yay! Herzlich willkommen. Ich sehe auch noch was kaputt ist. Das ist schön. Ich werde mal jagen. Oh, wir bauen mal auseinander. Ja. Spiel hat nicht aktualisiert. Ja. Sicher? Du verwirrst mich. Er hat. Oh, er hat. Oh. Der Junge hat aktualisiert. So, sorry für den kleinen Unterbrechung, dafür tue ich auch gleich nicht mehr speichern. Ach, geht ja nicht, muss das nicht. Sag mal. Da habe ich drauf gezeigt. Naja, geht doch. So, das kann raus. Dann nehmen wir die Radnabe raus. Mhm. Nicht interessant genug. Weißt du? Weil permanentes Sprechen heute nicht nur gut. Wir haben eine äußere Zugstange. Da hinten haben wir eine innere Zugstange. So. Na, weißt du ja noch, was kaputt war? Vordere Antriebsachse. A. Bist du sicher? Sicher. Ich hab's noch ganz kurz gesehen. Die war nicht kaputt, kann ich dir gleich sagen. Du hast da ein Inventar. Guck mal. Das waren die Gummitüren von da. Ich musste mal mit Inventar lernen. Guck mal, kaputt ist. Vordere Radnabe, untere Querlenk und äußere Zugstange. Ach, meintest du? Jetzt ist die Frage, welche untere Querlenker? Lass mich mal gucken. Ach, der normale. Okay. Okay. Ne, hast du noch einen, wo du einen Dämpfer draufschrauben kannst. So, dann haben wir vordere Radnabe. Die war ganz oben. Oder fast war die ganz oben? Ja, die war ganz oben. Ich kann auch schon mal die innere kaufen, weil auf der anderen Seite war der innere kaputt. Woher ist der da? So, das Mauspad regt mich auf. Vor allem das Schöne ist, du hörst das sogar im Stream, wenn das sich wieder löst, weißt du? So dieses K-
Klack. Das ist wieder weiter. Ja, ja, das ist. Sache doch. Mark ist halt nicht immer alles, ne? Ich werde mal an eine gewisse Firma mal ein Foto schicken, dem mal sagen, hier, euer Mousepad ist nicht gerade toll. So. Dann würde ich sagen. Es ist eine Markenfirma, richtig. Doch, ist eigentlich schon mitführend. Neben der anderen. Jetzt alle. Hä? Wen meint der? Ich kann es ja mal sagen, es geht um Rocket. Ich habe hier ein Rocket-Mausbett liegen. Das funktioniert nicht gerade so, wie es funktionieren soll, beziehungsweise hält nicht, wie es halten soll. Also, liebe Jungs von Rocket, falls ihr das Video mal sehen solltet, könnt ihr mir gerne mal ein neues zuschicken. Ich benutze nämlich zurzeit das Zero-Mauspad. Die klebt nicht mehr auf meinen Tisch. Wollte ich aber nicht. Ein bisschen Luxus möchte ich mir ja auch mal gönnen. Brauchst du nur die Tastatur von diese Tastatur hier angucken, die übrigens, wenn ihr wissen wollt, was ich für Technik drin habe in meinem PC, könnt ihr das mal nachschauen, und zwar einfach bei mir im Kanal nachgucken. Auf dem YouTube-Kanal könnt ihr das nachschauen, da gibt es einen Link, wo ihr direkt in mein System kommt, oder hier bei Twitch einfach mal ins Profil bei mir gehen. Da müsst ihr irgendwo weiter unten da stehen, mein System, und da könnt ihr es ganz einfach mal nachschauen. Einfach draufklicken und dann kommt ihr zu meinem PC-System, könnt ihr euch angucken, was der Alte da für eine scheiß Technik hat. So, ich wollte jetzt die haben. Das brauche ich noch. Teil vergessen, wenn ich noch was brauche. Ach ja, die noch. Die habe ich ja schon. Das war's schon. Ein Jahr? Ungefähr. Ein Jahr, anderthalb. Okay, den komm. Mögt es wahrscheinlich sein, dass das Spiel schon so lange draußen ist. Aber das Mousepad habe ich. Dieses Mousepad. Ja. Diese komische Tastatur einer Markenfirma habe ich, glaube ich, erst seit ein Jahr bis anderthalb Jahre, also lang. Nee, das war eine Sonderedition. Die kriegst du auch und dieses ohne Call of Duty Aufkleber, Gedöns oder Aufdruck, kriegst du die auch ganz normal. Kann ich dir nachher mal sagen, welche das ist. Oder guckst einfach, brauchst du einfach bloß im Stream nach unten rollen lassen. Ja, das jetzt hier mal live aus, ne? Ja, probier's mal live aus. Guck mal da. Hardware, einfach auf mein System klicken. Jetzt ist aus dem Stream raus. Oh, na, mir erst. Sind übrigens beide PCs registriert bzw. hinterlegt. Da siehst du, was ich für ein PC drin, für ein Dings drin habe. Arbeitsspeicher, Festplatte. Nö. Die Grafikkarte stimmt ja jetzt wieder. Genau, jetzt siehst du es. Design. Sag mal so, dazu ist aber so. Richtig. Ja, es ist. Tja, musst du warten. Genau, gib mal die Firma ein. Guck einfach mal, ob du alles hast. So, achso, ich wollte eigentlich auf O drücken. Was fehlt denn noch? Eine kleine Gummithülle, vordere Stoßdämpferabdeckung. Die habe ich gesehen, aber nicht gewechselt. Tobi. Tja, siehst du? Jetzt weißt es. So. Mich interessiert das nicht so wirklich, weil. Warum? Irgendwas muss ich noch wechseln. Hinterer Querlenker. Oben. Andere Seite, okay.
Aha, ich hab's doch gewusst. Querlenker, das ist nicht wieder die Frage, ist das der oder ist das... Ne, hinterer Querlenker oben, das ist der hier. Und da muss ich auf alle Fälle mein Inventar mal leeren. Die Tastatur rausgekommen ist. 1800 Zwieback. Was hat er denn? Er steht auf dem Schlauch. Sagt man so. Wajo, 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 wajo. Was hast du denn? Das einzige, Bad Getaway. Wo was dazu steht, funktioniert nicht. Guck doch mal bei billiger. Weiter unten. Ja, aber ich will ja wissen. Die ganzen. Noch ein Stück weiter unten. Du gehst bei Amazon rein, da steht da irgendwo was drin. 6. Dezember, dreimal wieder. Achso, ich weiß, das ist Giga. Ne, teuer ist die nicht mehr. Gibt, glaube ich, die Call of Duty Edition, gibt es, glaube ich, auch noch. Irgendwo. Ja. Die ist sogar noch billiger als die ohne Aufdruck. Weißt du Bescheid, ne? Kannst du nur mal runterrollen, ob du irgendwas findest. Das Einzige, was bei der Tastatur bescheiden ist. Doch, da unten steht's im Angebot bei Amazon seit. Also seitdem wird es die auch geben. Also doch knapp 2 Jahre. Na doch, haut ja hin, anderthalb, haut ja hin. Siehst du, haut doch hin. Da siehst du, wie ich mit meiner Zeit kenne, ja? Ich kenne mein Equipment. Bitte, bitte. Jetzt spielt er sich dran aus, dass der Leute, weil er einmal recht hat. Weil er einmal recht hat. Sag mal. Ich glaub's ja wohl. Ja, es ist halt. Die Firma ist aber auch nicht mehr gut. Nee. Hab ich Gaming Monster davon gehabt, die war gut. Bis sie irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Weil drinnen eine kleine Nase abgebrochen ist. Innen drinne. Ich kann ja auch sagen, ich hatte mal eine U-Range oder die habe ich noch. Die ist glaube ich auch von der Firma. Kann ich dir nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus. Wie geht's eigentlich, muss ich sagen? Das war auch nicht gerade so, was soll ich machen? Ja. So, Leute, ich würde sagen, ich speichere jetzt an der Stelle. Gehe mal aus dem Spiel. Wir sagen, ich gehe mal hier auf den Startbildschirm zurück. Hey, ihr seid auf dem Startbildschirm. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sag ich dir, du. Ton habt ihr jetzt immer noch, weil ich jetzt aus dem Spiel rausgehe. Was? Damit gehst du doch. Mit der Skiller oder so. Ist ja. Sie sieht nicht schlecht aus, aber. Es gibt ja auch welche, wo du verschiedene Farben auf den Tastaturen hast. Die wirklich, wo du die Farben richtig ändern, wo du die Farben noch ändern kannst. Aber es ist jetzt eine neue von der Firma rausgekommen. Mhm. Da kannst du sogar einstellen, dass es pulsiert und sowas. Ja. Wo ich mich frage, ey, das nervt mich sowas von meinem Zocken, wenn die ganze Zeit da unten so die Tasten immer aufflackern, ne? Schön wär's, wenn du das so stellen kannst, wenn du wirklich angeschossen wirst.
dass sie dann reagiert. Dann ist das okay. Hallo, liebes... Ich muss mal... Ach, so muss ich das jetzt machen. Okay. Oh, warum nicht? Wir möchten GTA Online spielen. Das ist lustig, ja. Ich musste für einen Aufpreis von 25 Euro bezahlen, nur damit die Tasten da beleuchtet sind. Ja. Das Wahnsinn. Lustigste war, der Verkäufer meinte, das ist der große Bruder, obwohl es genau das gleiche ist, nur dass die Tasten beleuchtet sind. Naja, das ist dann, wenn du dann auf solche triffst, die keine Ahnung haben. Übrigens, sorry für den Black Screen, aber müsste gleich besser werden. Es wird besser. Ja. Boah, ich muss mal überlegen, ob ich mir die hole. Ich mag das halt nicht mit so hohen Tasten, man wird klappen. Ist bequemer, finde ich. Ja. Also die hohen gehen, aber ich finde. Naja. Du magst flache Tasten. Warte, ich habe hier irgendwo noch so eine Rolltastatur. Wo habe ich sie denn? Ja, oder wie solche, kennst du noch diese Mäuse mit solchen Kugeln, wo du nur so eine Kugel hattest, oh, und du halt rein konntest? Oh Gott. Oldschool. Ich hab glaube ich noch irgendwo noch einen liegen. Ich glaube auf dem Dachboden. Damit muss man GTA zocken, ja. Herzlichen Glückwunsch. Du musst aber dann noch. Oh, wartet mal, ich muss mal meine Maus aufschrauben. Aufschrauben, den ganzen Dreck rauspulen, wieder zusammenschrauben und wieder weiterspielen. Aber ja, so war das in den 90ern. Aber ich muss sagen, von der bin ich eigentlich auch. Ist auch recht gut. Ja, ich weiß mal, wie man das nennt, so Anti-Ghost-System. Mhm. So einen direkten Gaming-Modus. Ja, den habe ich ja auch. Ich kann hier meine Tastatur drücken, dann kann ich auf die Windows-Taste hauen, ja, wie so bekloppter. Funktioniert nicht. Muss ich die Taste ausmachen und dann drücken. Mache ich jetzt nicht, sonst fliege ich mir aus dem Spiel. Gehst du weg! Okay, ich lasse sie drinne. Ja, und speicherbare Tasten habe ich auch dran. Mir reicht die. Die kann ich auch. Das sind die sogenannten Wegwerfhenkel, weißt du? Dann nimmst du und dann. Wenn es nicht mal geht, einfach anfassen und dann wegschmeißen. Nicht, ne? Die wollte auch keiner wegschmeißen. Ja, siehst du, ne? Das ist halt. Aber der ist nicht geschlossen, sondern der ist in einzelne Kammern unterteilt. In diesen einzelnen Kammern kannst du einzeln austauschen. Das ist so wie das Rechnergehäuse, was ich dir vorhin gezeigt habe. Was so bei 100 Euro lag. Bei Amazon. Ach, und schon sind schon wieder 50 Euro in die Kasse gewandert. Ah, ich höre mal lieber auf, die Leute glauben es uns noch. Musst aufpassen, was du sagst, sie glauben sowas. In Wirklichkeit sitze ich hier in Mallorca, weißt du? Ich bin von nachher gefahren von Deutschland. Ja, ehrlich. War eine lange Anreise, ne? Oh, verdammt, jetzt spiel ich hier mit Maus und Tastatur. Wenn ich schon mit dem Bus 24 Stunden bis nach Barcelona runterfahre. Ja, da ist so ein kleiner Ausschnitt, aber so ungefähr sieht der aus. Hm? Finde ich eigentlich übelst geil. Den Monitor kann ich dir bestellen. Ja, so viel zum Thema. So, ich würde sagen, F-Taste, Tobi. Nee, welche Taste war denn das? Ich will einsteigen, doch F, sag ich doch. So, ich fahre heute ausnahmsweise mal, übrigens, ich habe schon 230.000 auf dem Konto. Es fehlt nicht mehr viel bis zu meiner 500.000. Das ist die du hast. Das sieht gar nicht mehr schlecht aus. Da brauchst du keine Maus und keine Tastatur, hast du heute. Neue Fahrzeugteile zu fahren. Das ist Yay. So. Also nicht wundern, dass auf meinem Kennzeichen hinten was anderes draufsteht als wie normalerweise. Normalerweise wird ja eigentlich mein Sitz draufstehen. Liegt leider daran, dass die App auf dem Telefon das Kennzeichen nicht übernommen hat. Warum auch immer. Ever. Neue Kids. Fallschirm. Hey, ich kann mir das Fallschirm leisten. Irgendwas ist hier passiert. Oh, guck mal, was hier steht. Irgendwer ist hier in der Nähe. Wenn ich so das Autochen hier sehe, würde ich sagen, ist einer in der Nähe. Ja, der wird dann Hands Brain sein. Bestimmt Sturm oder so.
Übrigens, das kommt dabei raus, wenn ihr im Multiplayer Mods verwendet. Kleiner Tipp. Ihr werdet dadurch gebannt. Und zwar dauerhaft. Ist geschlossen. Das finde ich scheiße. Tja. Wie gesagt, ich habe damit kein Problem. Sollen sie machen, wenn sie so viel Geld haben, sich das Spiel nochmal neu kaufen zu müssen, dann macht. Wäre egal. Ich kann eigentlich mal gucken. Nö, der ist nicht IP gebunden. Der ist auf deinem. Du musst ja dann einen neuen Rockstar Social Dingsbums Account machen. Weil wie gesagt, ich habe ja hier auch einen zweiten. Ne, einen, aber der hat ja damals meinen alten Charakter nicht übertragen von der PlayStation 3, von der PlayStation 4, von der PlayStation 4 vom Computer. Von da habe ich ja das Problem nicht mehr von Anfang. Ja. Was sag ich dir? Also, ich wollte jetzt eigentlich mal. Warum? Ach so, das macht nichts. Übrigens, wir spielen gerade mit 31 FPS, warum auch immer. Alle anderen Spiele heute mit 30 bis 60 FPS und bei GTA 30 FPS. Ich weiß noch vorhin, ich sag nur 300. Ja gut, das sind auch ältere Spiele, von daher, wenn du die auf Ultra spielst, kann das schon mal sein, dass du mal dass du mal hier alleine 300 FPS hast. Ja? Er hat mich erwischt. Achso. Verdammt. Funktioniert? Yay. Ach, ich muss nicht aufdrücken. Jetzt funktioniert es nicht. Hat funktioniert und ihr kriegt es gar nicht mit. GTA. Funktioniert das GTA? Da geht's. GTA Online. So. Aktualisieren. Zurück ins Spiel und ja, okay. Ich bin jetzt mal mein. Jetzt muss ich mal einen Controller spielen, sonst kriege ich nicht mehr so viel. Ich kann auf dem Controller besser spielen als auf alles andere. Ich wollte eigentlich mal gucken. So, ich bin jetzt allein hier, oder was? Ich dachte eigentlich, dass hier. Ich wollte eigentlich noch Crew Sitzung machen. Geht ja online, beitreten, Crew. Du musst erst ins Dorfmodus. Nö, musst du nicht, du kannst auch von da aus normal beitreten. Geht. Beitreten kannst du so. Nein, ich möchte keine erstellen. Das weiß ich auch nicht, was du wissen sollst. So, ich muss mal hier ganz kurz. Genau, sonst. Was? Das ist ein schwarzes Loch. Schwarzes Loch, ja. Das ist halt, wenn du die Windows-Taste drückst, ne? Zack, jetzt nicht mehr. Sieht man das im Spiel? Crew, Mitglieder beitreten, zack. Das müsste gleich ganz kurz hängen. Da hängt's. Schwarzes Loch, ne? Ich glaube, das sieht man nicht. Hä? Nee. Warum sollen die auch mal ein System sehen? Ist ja Quatsch. Ich glaube, der ist ja auch 40%. Naja. Man soll mich ja auch hören, nicht das Spiel. Brauchst du nicht testen. Oh, er weiß es noch. Juhu. Ich möchte jetzt keine Heist-Mission spielen. Kriege ich zwar wieder Geld dafür, aber egal. Was hörst du? Nix. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal raus hier. So. Was denn? Man hört dich auch, oder was? Man hört das Spiel auch ordentlich, ne? Ja, laut? Ich glaub dir das, wenn du mir das sagst. Ich muss es nur wissen. Wir gehen mal in die Einstellungen. Ich lasse es mal so. Was denn? Müsste jetzt besser sein, aber ich gehe mal noch eins runter. So, jetzt müsste es besser sein. So. Bleibt man noch ein Auto? Nee, so sah's aus. Ich kann einfach mal vorne auf der Straße, weil da hast du ein bisschen Sound. Dann hörst du das.
Das war's. What does it take to get you moving? What? Wow. Ja. Mich hört man auch noch gut. Das ist wichtig, dass man mich hört. Ihr Flugzeug. Ja, ihr Flugzeug. Guck nach hinten. Was ist da? Nix. Es war zu warm im Auto. Ich habe mal die Fenster aufgemacht. Was? GTA? So. Ja, ich weiß. Dann muss ich eine Webcam einrichten und alles. Horrorspiele spielt man nur mit Webcam. Super. Also nächsten Monat eine Webcam kaufen. Ja, nächsten Monat habe ich noch mal ordentlich Gehalt drauf. Mir gefällt ja gerade etwas. Den habe ich schon. Den kannst du, glaube ich, gar nicht verkaufen. Fuck. Naja. Das ist ganz normal, dass das Schwimmbild. Ich glaube, nur zwei Bits. Das könnte daran nicht liegen jetzt, aber es kann auch. Ich habe fertig geparkt. Schön für mich. Muss man eigentlich mal reinschreiben, ihr seid gerade live im Stream. Naja. Sozusagen. Oh! Günstig geparkt. Ja, günstig geparkt. Ich hab gerade keinen dabei, ich bin im Passivmodus. Also wie der hier rausfliegen will, das möchte ich mal wissen. Er war gerade explodiert. Es sei denn, obwohl da war ja irgendwie die Ampeln kaputt, die sind nicht kaputt, Laterne nicht kaputt, nichts kaputt, okay, hat das Problem. Also, Leute, wie gesagt, es ist... Ich weiß es nicht. Oh, Moment, da war eine leicht bekleidete Dame, die friert. Du frierst, ne? Komm, ich nehme dich ein Stückchen mit. Wieso habe ich 3000 auf der Hand? Ach so, stimmt ja, für gutes Benehmen. Zuletzt sind es hier 20 Passanten überfahren, aber 3000, wow. 3000 gekriegt für gutes Benehmen. Tag, Mausi. Tell me what you want, sugar. Im Hintergrund wird es etwas explodieren. Wie war die Ego-Ansicht? Geht nicht. Oh, fuck you, I'm getting so wet for you. Geht nicht, lass ihn die Ego wechseln. Das ging aber noch. Oh, yeah, feel these big fucking titties. Das ist PlayStation 3 vielleicht. Like PS3 mit Ego-Ansicht, Leute. Bist du Bescheid? Ja. Er hatte fertig. Aha. Baby, yes. Oh, you're right there. Oh, fucking stretch it. Yay. Wie immer, da habe ich das Fenster offen. Oh, yeah. Baby. Oh, my clit is throbbing for you right now. Hm?
Ja, klar. Das you banged the south right out of me. Anything else I can get you? So, jetzt darfst du aussteigen. Oh, da liegt Geld. Oh. Guck mal, hast du sogar noch Plus gemacht. Yay. Apropos Plus. Tobi. Ich würde mal nach oben drücken, bevor du irgendwas anderes drückst. Mann. Aber ich glaube, du verlierst sogar das Geld, wenn du das hier auf dem Konto hast. Nein. Du ein bisschen. Doch. Nein. Also, ich weiß, auf der PS3 war das damals so. Das ist nur, wenn du dein Haus hast und deine Garage. Ja, kann sein, dass vielleicht Kleinbeträge, aber das ist dann halt nicht so viel. Das sage ich auch immer wieder. So, ich würde sagen. Was kriegen wir denn schon? Anderthalb. Oh. 3 Minuten? Wieso 3 Minuten? Dann haben wir anderthalb, richtig. Jetzt sagt sich anderthalb Stunden Screen. nein, ich hab's. Gut. Was? Das ist wie die Häme, wa? Was? Wenn die Familie ruft. Naja. So. Naja, ich würde sagen, dann machen wir nächstes Mal Schluss. Wie gesagt, ich habe ja noch einen Gast sitzen, dass das sich hier nicht langweilt. Ach Quatsch, ich unterhalte euch doch gerne mit meinem Team. Ja, das glaube ich auch. So. Neue Sitzung finden. Nein, wir gehen auf GTA verlassen. Warum mache ich das? Dann speichere ich nämlich das Geld nicht. Ist ja deine 100 Euro, die du eingenommen hast? 114, ja. Eigentlich sind es ja bloß $40. Ich habe jetzt nämlich ausgegeben. Nee, warte mal, es sind ja bloß $14. Ich habe 100 ausgegeben. $14? $14. Oh Gott.
So. Und jetzt gleich kommt der GEMA. Ich singe die Lieder zu gut nach. Die GEMA soll das nicht stören. So, ich würde sagen, wir gehen mal auf den Endscreen. Da ist er auch schon. Ja, ich würde sagen, den habe ich neu gemacht, richtig. Ne, das war eigentlich mein Stream-Bild, der eigentlich, wenn offline ist, war das eigentlich immer mein Bild, was immer unten drunter ist. Ja, alle wichtigen Links seht ihr ja gerade abgebildet. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Nächste Woche Samstag. Ja, um 18 Uhr, wenn es dazwischen kommt, so wie heute. Aber es war bloß ein paar Minuten Verspätung. Ich hoffe, ihr habt dafür ein bisschen Verständnis. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.